Unter vielen Linken hält sich hartnäckig die Fehlannahme, wir könnten mit den Wokisten zusammenarbeiten oder mit ihnen Bündnisse schmieden. Aber dies ist, wie schon gesagt, eine völlig abseitige Annahme, die nichts mit der Realität zu tun hat. Diese Leute lehnen alles ab, wofür wir uns einsetzen. Umverteilung, Frieden, eine Außenpolitik, die eben nicht auf Konfrontation setzt, gesellschaftlicher Zusammenhalt, all das bekämpfen diese Leute so gut es geht. Sie stehen auf der Seite des Kapitals, sie stehen auf der Seite der Kriegstreiber. Ein Prachtexemplar dieser woken Twitch-Bubble, die für Krieg hetzt und politische Gegner am liebsten wegcanceln würde, ist der radikale Demokrat, beziehungsweise der Dara, wie er sich mittlerweile nennt. Ich reagiere heute auf ein Video von ihm, auf das ich vor langer Zeit schon einmal reagieren wollte. In diesem hetzt er wirklich übelst gegen die linken Politikerin Sarah Wagenknecht, welche sich eben für Frieden mit Russland einsetzt. Los geht's. Und herzlich willkommen zur neuen Folge der Besseren Zeiten Wagenknechts Wochenschau. Die tollen Grünen, die ja seit knapp einem Jahr wieder die Macht haben. Übrigens, mit diesem Video bedient sie halt. Ihr habt's mitbekommen? Bevor wir uns Daras Kommentar jetzt ansehen, Sarah Wagenknecht kritisiert in diesem Video die Grünen und bezeichnet sie als die heuchlerischste, verlogenste und gemessen am realen Schaden, den sie anrichten, derzeit gefährlichste Partei in Deutschland. Und dieser Einschätzung ist aus linker Sicht eigentlich nichts hinzuzufügen. Aber wir schauen uns mal an, was Dara da Intelligentes sozusagen hat. Halt einfach nur ihr rechtes Klientel. Ne? Eigentlich müssten die sagen, ach, die Grünen sind ja eigentlich total pragmatisch, die sind ja gar nicht so links, wie ich dachte, und so grün versifft, ne? Sondern die scheinen ja ganz vernünftige Ansichten zu haben. Dann kann ich doch auch die Grünen... Die Grünen liefern Waffen in die Ukraine, sagen, we are fighting a war against Russia. Das hat ja unsere wunderbare Außenministerin gesagt. Und dann zu den Sanktionen, die uns gerade selbst massiven Schaden zufügen, sagt unsere grüne Außenministerin, I will deliver, no matter what my German voters think. Das ist die Haltung der Grünen. Ganz egal, wie es dem deutschen Volk geht, ganz egal, ob wir in Europa in einem Jahr noch Frieden haben, wir müssen Krieg gegen Russland führen, das steht über allem, den USA steht über allem. Das ist die Haltung dieser Partei. Und ja, das finden die Wokisten anscheinend sehr gut. Grünen wählen, aber nein, das geht natürlich nicht, sondern das, was daraus gesponnen wird, ist, du kannst niemandem vertrauen, alle sind böse. Es gibt keine guten Parteien, keine guten Politikerinnen und Politiker da draußen. Demokratie ist eine Farce. Alle lügen dich an. Als Mitglied der Bundesregierung. Das stimmt. Es ist tatsächlich so. SPD und Grüne haben vor 20 Jahren, als die Agenda 2010 durchgeführt wurde, in der Bundestagswahl 2002 versprochen, Arbeitslosen und Sozialversicherung werden nicht zusammengelegt. Was kam nach der Bundestagswahl mit der Agenda 2010? Eben die Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialversicherung. Ich kann mich auch nicht entsinnen, dass diese Parteien Rentenkürzungen versprochen haben, bevor sie 1998 an die Macht gewählt wurden. Haben sie dann gemacht. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass sie versprochen haben, an Angriffskriegen teilzunehmen. Haben sie dann in Serbien und in Afghanistan gemacht? Also ja, die Parteien lügen. Und vor der letzten Bundestagswahl war es doch genauso. Die Grünen haben plakatiert, keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Und ist Israel kein Kriegsgebiet? Ist die Ukraine kein Kriegsgebiet? Da liefern wir nämlich Waffen hin. Oder Saudi-Arabien. Ist das kein Kriegsgebiet? Ach nee. Nach Saudi-Arabien, da müssen wir laut Meinung von Lisa Paus, laut Meinung von Baerbock ja Waffen hinliefern, damit die Kindergrundsicherung finanziert werden kann. Also, aber dazu werden wir in diesem Video noch kommen. Regierung, über unser aller Schicksal mitzubestimmen. Die haben ja am Wochenende ihren Parteitag abgehalten. Ja, und weil sich in Teilen der Gesellschaft hartnäckig das Märchen hält, die Grünen, ja, das ist doch die coole Ökopartei, die für die Rettung des Klimas, für Frieden, für Menschenrechte steht. Ja, für das Gute überhaupt, für Modernität und Zukunft. Eine Partei, deren edle Aktivisten an der Amoral dieser Welt leiden und am liebsten jeder Kröte beim Überqueren der Straße helfen würden. Naja, weil sich diese Legende irgendwie im... Und dieser Schwurbler, den ich meide, nennt sich Dara. Sehr schön, MT aus AB. ...immer noch in der Gesellschaft hält. Deswegen will ich mir in dieser Wochenschau mal genauer ansehen, wie dieser angeblich hochmoralische Haufen wirklich tickt und was er aktuell gerade anrichtet. In unserem Land... aber auch auf internationalem Parkett. Progressive Parteien, die sich jetzt konservativ verkaufen, um Stimmen zu bekommen. Zeit für daranoide Narrative. Ja, absolut. Wir machen das hier übrigens nicht, um uns über Dara persönlich lustig zu machen oder gegen ihn persönlich zu gehen, sondern um diese politische Ideologie, um diese wokistische Ideologie, die von Dara wie von kaum einem sonst verkörpert wird, zu debunken.
Also ich hätte jetzt hier auch auf Shuyoka reagieren können, die sich ja ständig in die Opferrolle stellt, aber auf die habe ich in der Vergangenheit schon häufig genug reagiert und ich will das ja auch nicht zu einseitig machen und mir auch ein paar andere Wokisten vorknüpfen. Haben keine stabilen Mehrheiten. Und wie gesagt, auf das Video hier wollte ich schon seit längerer Zeit mal reagieren, doch damals hatte ich ja noch keinen eigenen Twitch-Kanal und ja, konnte diese Live-Reaktion hier nicht machen. Damals habe ich ja Reaktionsvideos noch geschnitten, mache ich ja immer noch manchmal auf meinem Erstkanal, aber diese Videos, also diese Reaktionsvideos hier, die ich live auf Twitch mache, die sind halt einfacher, technisch herzustellen und da habe ich heute Abend gedacht, Mensch, machen wir das jetzt mal. Sehen sich dann gezwungen, konservative Politik zu machen. Ja, es ist halt natürlich dann der Pragmatismus in der Realität. Also jetzt gerade geht einfach die Politik, die sich die Grünen vielleicht wirklich machen wollen, einfach nicht. Aber das liegt nicht daran, irgendwie jetzt speziell an Putin. Saras Reichweite zu vergrößern ist richtig und wichtig. Denn es gibt durchaus Wokisten, die etwas klüger agieren als Dara. Also die sind ja, die haben vielleicht größtenteils diese gefährliche Ideologie, aber er macht sich so dermaßen lächerlich, dass man Leute mit ihm sehr gut gegen diese Woke-Ideologie mobilisieren kann. Putin, sondern und er hetzt so dermaßen stark gegen uns Linke und versucht auch keineswegs irgendwelche Kompromisse zu schließen, sondern er sieht uns wirklich als Feinde, dass man auch anderen Linken mit an seinem Beispiel sehr gut klar machen kann, dass diese Leute eben nicht unsere Verbündeten sind. Dem gesamten Umfeld, das liegt auch an den Medien, das liegt auch an dem Rechtssystem, das liegt auch an den demokratischen Institutionen, wie die funktionieren, das liegt auch an Sarah Wagenknecht, die Lügen verbreitet und so weiter. Das liegt auch an Bild. Das gehört, Sarah Wagenknecht, die Lügen verbreitet. Kein Beleg, einfach eine Behauptung, andere verbreiten Lügen, Dara würde so etwas nie machen. Beispielsweise, als er keine Lügen über mich verbreitet hat. Also schaut gerne mal auf diesem YouTube-Kanal hier nach. Da habe ich zig Videos darüber, wo ich aufzeige, wie Dara über mich lügt. Liegt an ganz. Oder ey, schaut einfach allgemein, gebt einfach der radikale Demokrat mal in die YouTube-Suchleiste ein und ihr werdet Videos von dutzenden Kanälen sehen, wo seine Lügen immer wieder und wieder widerlegt werden. Vielem. Was dafür sorgt, dass die Grünen nur bestimmt einen ganz schmalen Grat fahren können. Und sobald sie halt ein bisschen zu weit nach links oder nach rechts driften, dann kommt halt direkt irgendeine Hürde oder irgendein Hindernis von der anderen Seite, beziehungsweise irgendein ein Schubser, der dann wieder. Ich mag den Chat heute, ganz ehrlich. Der sie dazu zwingt, wieder diesen einen Grad zu gehen. Aber sie würden gerne. Ich hatte ja anfangs gesagt, wir machen das hier nicht, um uns über Dara lustig zu machen, aber es ist einfach zum Lachen, wenn man sich ihnen ansieht. Also das ist das Schöne, wenn auf diese Walkies reagiert. Es ist so lächerlich, was sie von sich geben, dass man ja gute Laune bekommt und sich automatisch klüger fühlt. Also es ist nicht schwierig, wenn man sich solche tief hängende Früchte heraussucht. Wie gesagt, ich hätte auch auf Shuyoka reagieren können, aber ja. Ich wollte das, wie gesagt, nicht zu einseitig machen. Eigentlich da abbiegen, aber sie können es nicht, weil dann gibt es halt auf den Deckel. Ja, um das Ergebnis vorwegzunehmen. Für mich sind die Grünen die heuchlerischste, abgehobenste, verlogenste, inkompetenteste und gemessen an dem Schaden, den sie verursachen, derzeit auch die gefährlichste Partei, die wir aktuell im Bundestag haben. 100%. Also Wagenknecht ist so basiert, wie könnte man da als Linker irgendetwas dagegen sagen, frage ich euch. Und das ist eine völlig wahnsinnige Meinung. Ja, ach, ihr seht ja, auf wessen Seite die Wokisten stehen. Komplett wahnsinnig. Die Grünen sind aktuell eine super pragmatische Partei und wahrscheinlich die beste Partei. We are fighting a war against Russia. Das ist super pragmatisch. Die wir gerade im Bundestag haben. Und das ist total leicht. Hunderttausende Menschen in der Ukraine sterben lassen für ja, den Weltmachtsanspruch der USA. Das ist total pragmatisch. Ich meine, Pragmatismus heißt ja auch pragmatisch dem amerikanischen Machtinteresse zu dienen und nicht den Interessen der Mehrheit der Bevölkerung. Nicht zu erkennen. Du hast die AfD, die ist komplett verrückt. So. Und die sind offensichtlich die schlimmste und gefährlichste Partei, die wir im Bundestag haben. Du hast die Linken, die sind nun mal gerade einfach unfähig für irgendwas. Das ist tragisch. Ich bin Mitglied. Ja, die sind unfähig, weil es dort zu viele Leute gibt, die sind wie Dara. Bei den Linken. Aber das ist nun mal gerade Fakt, dass wenn es um den Ukraine-Krieg ging, dass die da nun mal komplett versagt haben und dass sie jetzt ja auch nicht ihren Mist zusammengekehrt bekommen. Die SPD ist irgendwie gar nicht da. Keine Ahnung, wo die sind. Die FDP ist sowieso nutzlos und fährt halt nun mal macht das, was sie am besten kann, nämlich die Reichen reicher machen. Ey, als Baerbock damals gesagt hat, dass sie der Ukraine liefern wird, und zwar nicht Waffen, sondern zusätzliche Wirtschaftssanktionen, egal was ihre deutschen Wähler denken würden. Als sie das damals gesagt hat, da wurden Politiker aus der Linkspartei, wie eben Sarah Wagenknecht, dafür angegangen, dass sie dieses unfassbare Zitat kritisiert hatten. Von eigenen Parteigenossen. Also ich erinnere mich damals noch an Ulrich Schneider, der da ziemlich Radau gemacht hat. Also solche Leute, die
vernünftige Kritik an der Regierung, die von eigenen Parteigenossen kommt, die dagegen vorgehen, anstatt gegen eine Regierung vorgehen, die unser Land verarmt. Solche Leute haben die Linkspartei zerstört. Und wir können nur froh sein, dass es jetzt endlich eine neue Partei gibt.